Und nach der Soße gehe ich wieder ins. Ja. Hier geht's gut. Du gehst ganz normal. Du, Oma, rüber. Das ist Katharina, 18 Jahre, unheilbar krank. Oma, ich will euch mal einen Spruch erzählen. Na? Das ist der Spruch von meinem Sarg. Ja. Ihr Geburtstagswunsch, ein Sarg. Ja, das ist mein Spruch. Ja. Ne? Du bist ja unter Sonnenschein, ne? Ja. Was Oma jetzt, Judith? Die Oma ist rausgegangen. Ich glaube, Oma mag das nicht so gerne, das Thema. Ne, ne. Oma mag das nicht hören, nein. Noch sehen Sie. Oma kommt schon wieder. Ne? Da hat sie schon genug von um die Ohren gehabt. Sag mir nicht böse, aber wenn ich erklärt habe, und sie weiß ja, dass sie sterben muss. Und dann muss auch Schluss sein. Und dann muss das weiter so gehen. Ich habe den Eindruck, es tröstet sie. Macht es den Tod einfacher, wenn man darüber spricht? Wie gehen wir mit dem Sterben um? Eine Woche zuvor besuche ich Katharina zum ersten Mal. Gemeinsam mit Nicole Daffinger vom Familienhafen Hamburg. Für sie sind diese ehrenamtlichen Besuche Routine. Ich selbst bin noch unsicher, wie ich mit der Situation umgehen soll. Guten Morgen, Katharina. Morgen. Ich habe die Nudeln mitgebracht. Hallo. Hallo. Na? Na? Wie geht es dir heute? Bin aufgeregt. Du bist aufgeregt? Das kann ich mir vorstellen. Katharina hat die unheilbare Krankheit Neurofibromatose. Magst du ihr Kalium geben? Ja. Judith, willst du mit bei sein, ob wir zugucken oder nicht so gerne? Wie kriegst du das denn? Über den Schlauch. Ja, da gucke ich zu. Nur wenn du das möchtest. Ja, ich mache vielleicht die Augen zu, wenn ich es nicht gut sehen kann. Ich bin so ein bisschen, wenn ich im Krankenhaus bin, ich kann nicht so gut Blut sehen und so. Ich muss auch immer weggucken, wenn ich selber eine Kanüle gelegt kriege. Große Spritze. Neurofibromatose, das heißt im ganzen Körper gutartige Tumore. Einer davon drückt auf den Sehnerv, deswegen ist Katharina erblindet. Ich hatte das vorher schon abgemessen. Riech mal, wie das riecht. Ach, das riecht aber ganz gut, findest du nicht? Nee, wenn du eins trinkst, dann kotzt du alles aus. Ja, ist wie ein Brechmittel. Also bitter, ja? Nee, nach Brause, aber das kriegt man nicht runter. Okay. So, und dann wird das so gespritzt. Das kann ich gut sehen, weil das hat nichts mit Blut zu tun. Alle zwei Wochen verbringt Nicole den Nachmittag mit Katharina. Und was macht ihr so, wenn ihr zusammen seid? Ja, normalerweise unterhalten wir uns halt ganz viel, weil Katharina ja nicht viel von dem mitbekommt, was draußen so in der Welt los ist. Und dann ist sie immer sehr dankbar, wenn man ihr einfach erzählt, was man gemacht hat am Wochenende oder die Woche über und sie dadurch am Leben eben teilhaben kann. Mhm. Wollen wir gleich Uno spielen, Judith? Uno spielen? Ja. Gerne. Ihr müsst mir nur sagen, wie das geht. Ja? Was sind denn die Uno-Karten? Danke. Danke. Wie spielst du denn jetzt Uno, wenn du die Karten gar nicht sehen kannst? Ups. Guck mal, das sind schon. Guck mal, zum Fühlen. Ah, da sind Löcher drin. Warte. Ja, ich gebe dir mal einen in die Hand. Gelbe 7. Ja. Woran erkennst du die Farbe? An Fühlen. Weißt du, wie wir das spielen? Wir nehmen immer eine Schlafmaske und spielen mit ihr. Ich probiere das mal. Ja, ist für dich natürlich schwer, weil du die Symbole ja so nicht kennst. Ja, ne? Aber ihr könntet mir ja helfen, dass ich das lerne. Ist dir das lieber, wenn man eine Schlafmaske trägt beim Spielen? Ja. Ha? Ich habe jetzt eine auf, ich sehe nichts mehr. Katharina hätte das Leben eigentlich noch vor sich. Wie alt sie wirklich wird mit dieser Krankheit, kann niemand sagen. Den Menschen, die ich jetzt besuche, bleiben meist nur noch wenige Wochen. Sie leben im Schloss Bernsdorf, einem Hospiz in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Frau Reschko, ich bin wieder da. Guten Tag. Darf ich reinkommen? Kann sie reinkommen, oder? Möchten Sie etwas zum Trinken, zum Eis? Ja. Das ist breit, das mögen Sie gerne. Vorsicht, nicht so schnell, Frau Josch, komm nicht so schnell.
Erika Orzesko, 69 Jahre. Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt. Hab ich gehört, waren Sie heute so traurig, heute früh? Ich bin immer noch traurig. Ja, aber wenn wir machen jetzt Fingernagel fertig. Ich hoffe, das macht Sie ein bisschen Freude. Sie ist eine von 16 Patienten. In diesem Hospiz nennt man sie Gäste. Darf ich? Früher hat sie die Welt bereist, in Afrika gearbeitet. Können Sie ruhig liegen. So. Ganz bequem, Frau Orzesko. Und seit 10 Monaten kennen wir uns. Hm? Das stimmt. Ja. Ganz lange. Und damals konnte Frau Orzesko noch mit Rollator alleine laufen. Mhm. Sie war ganz gepflegt. Ne? Geschminkt. Ja. Immer gut drauf. Mhm. Hallo. Oh, Besuch. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Schon so viel Besuch. Erika, jetzt ja. Guckt sie. Hm? Was ist? Guten Tag. Guten Tag. Wir waren angemeldet. Ja. Hast du es vergessen? Ja. Ja. Oh, schön, dass ja. ihr da seid. Ja. Ja. Wir machen hier ein kleines Klassentreffen. Mhm. Ja. Sind Sie Schulkameraden? Ja. 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 Ach, wirklich? Zusammen zur Schule gegangen. Ja. 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 Man hat ja nicht alle gern gemocht. Aber wir waren eigentlich trotzdem eine gute Gemeinschaft, ne, in der ja. Klasse? Wir waren eine reine Mädchenklasse. Da hat die Klassenlehrerin für gesorgt. Die Klassenlehrerin? Ja. Die alte Kuh. Ja. Ich konnte sie nie ab. Das war... Ein Drachen. Ein wirklicher Drachen, ja. Meine Güte. Ja. Oh, wenn die das wüsste, ne? Wie sie über sie reden. 5, 6. Gelbe 0. Du fängst an, Judith. Oh, ich habe keine ohne noch. Ich kann eine ziehen. Gelb. Oder ist sie gelb? Warte mal. Nee. Ich kann noch nicht mal richtig fühlen, ob das rund oder eckig kann ist. Kann ich? Kannst du? Kannst du, Judith? 4 suchst du. Okay, die Farbe habe ich nicht. Ich brauche 4 Löcher. 1, 2, 3. Das ist eine 9. Ja. Ja. Grüne 9, Katharina. Uno, letzte Karte. Kannst du? Warte. Nee. Uno, Uno. Juppie. Du hast verloren. Ja. Wie geht's dir denn heute, Katharina? Hast du Schmerzen oder? Doch, ein bisschen. Wo tut dir was weh? Kopf wieder, immer der Kopf. Kopfschmerzen? Ja. Hattest du nie Berührungsängste in diesem Prozess? Berührungsängste hatte ich tatsächlich nie. Also, ich habe nie weggeschaltet, wenn ich einen Bericht über ein krankes oder sterbendes Kind gesehen habe. Ich komme auch mit klar. Du kommst auch damit klar, ja. Ne? Wir reden da ja auch häufiger drüber. Ja. Genau. Ich kann sowas sehen und Mama auch, nur meine Großeltern. Ich sehe sowas mal an. Mhm. Deine ja. Großeltern können da nicht so gut mit umgehen? Nee. Mhm. Wie zeigt sich das, dass sie das nicht so gut können? Ist sie oft traurig, deine Oma, oder? Nee, ist sie wütend und redet nicht mehr mit ein und kommt ein paar Tage nicht so rüber. Wie man mit dem Sterben umgehen sollte, das sieht man in dieser Familie sehr unterschiedlich. Das werde ich noch selbst miterleben. Zurück im Hospiz Bernsdorf. Haben Sie Appetit auf Kaffee? Ich glaube nicht. Ne? Und Kuchen? Was gibt's denn für einen Kuchen? Hast du schon gegessen, ne? Ja. Es gibt so einen Sandkuchen mit Schokostückchen drin. Und oben Schokoglasur. Sehr lecker. Also ein Staubkuchen. Ich wollte gerade sagen. Staubkuchen nennen Sie den. Das ist immer Staubkuchen. Mag sie nicht gerne. Wollen Sie, Frau Orzesko? Nicht erschrecken. Gibt es etwas, das Sie sich noch wünschen? Einen Wunsch, den Sie sich gerne noch erfüllen möchten? Ja, noch mal eine schöne Kreuzfahrt.
Kreuzfahrt machen. Mit der Familie? Ja. Hm. Und das kann ich nicht mehr. Hm. Nicht mehr in diesem Leben. Ich habe keine Angst. Ich hoffe nur, dass es bald soweit ist. Alles andere. Es muss schnell gehen. Einschlafen und morgen aufwachen und tot sein. Das wünsche ich mir. Ja, jetzt ist die Zeit, Judith, dass ich dann erst die Medikamente vorbereite. Mhm. Ne? Einige Gäste kriegen auch noch Tropfen. Und das mache ich jetzt nur so eine halbe Stunde vorher. Werden hier noch wirklich Krankheiten behandelt mit den Medikamenten oder geht es darum, Schmerzen zu lindern? Nur die Schmerzen zu nehmen. Also es ist so, dass die Gäste meist austherapiert sind. Für die kann man nichts mehr tun. Also man kann sie nicht mehr gesund machen, sage ich mal so. Und nur zur Symptomlinderung, dass sie keine Schmerzen haben. Aufgrund dessen kriegen sie die Medikamente bei uns. Frau Cesco ist ja nur noch nicht so alt. Ja. Die wollte ihre Rente, sage ich das mal, auch anders erleben. Die wollten reisen, die hatten noch so viel vor. Was hören Sie da von den, oh, Moment, jetzt muss ich mal. Oh, jetzt hat es mich erwischt. Ja. Hallo, Muggel. Hallo, Mama. Bist du wach? Ja. Das ist schön. Katharina. Wir sind wieder zu Besuch bei Katharina. Sie und Nicole kennen sich jetzt schon über ein Jahr. Hallo Katharina. Indem sie Zeit schenkt, entlastet sie auch Katharinas Mutter. Na? Wie geht's dir? Heute nicht so gut. Heute nicht so gut? Hast du Schmerzen? Ja. Wo denn? Überall heute toll. Och je, das ist ja blöd. Judith? Ja? Willst du da reinschreiben? Ins Fußballfreunde-Album? Mama SV? Ja, da schreibe ich gerne rein. Ja, das machen wir. Mit Foto, wenn es geht. Oh, da habe ich gar keins dabei, aber das schicke ich euch dann. Okay, dann trage ich mich mal ein. Das bin ich. So. Nicole? Ja, ich bin hier. Was machen deine Söhne? Meine Jungs. Niklas ist heute schon früh nach Hause gekommen. Und zum Glück war das Mittagessen ja schon fertig zu Hause. Du bist immer fröhlich, schreibt Denise. Deine offene und liebevolle Art, Philipp. Was magst du an Nicole? Katharina. Das Ruhige und ihre Art. Wie ist sie denn? Sanft und sympathisch. Ach, guck mal. Sanft und sympathisch. Ich komme immer hierher, um mir Komplimente abzuholen. Katharinas Welt ist klein, aber sie ist voller Lebensfreude, finde ich. Wollt ihr auch ein Eis? Oh ja. Ja? Gerne. Willst du die Bremsen selber anziehen? Mama! Na? Ich will auch noch hier ein Eis. Ja, habe ich unten alle noch. Trotzdem ist der Tod immer ein Thema. Das sind Blumen. Jeder, wer möchte, ein Pullover hängen mit seinem Namen drauf. Und das sind Herzen, die sollen neben einen Sarg gelegt werden, so ein Muster. Um den Sarg. Mhm. Herzchen auch. Ja. Ja, du hast ja sehr genaue Vorstellungen. Ich begleite sie auf jedem Weg, egal wohin sie gehen möchte. Was natürlich, also in dem Moment schnürt es dir den Hals zu. Fragen, wie ist das als Mutter, wenn das Kind einem von der Beerdigung erzählt? Der Hintergrund war ja einfach auch, dass so eine Beerdigung ja teuer ist.
So, und ja, mit Geld. Und dann hatte sie sich Gedanken gemacht, Mama hat kein Geld, wenn ich tot bin, wo? Hm? Dann hatte sie sich zum 18. Geburtstag Geld für ihren Sarg gewünscht. Diesen Sarg hat Katharina gemeinsam mit Freunden und Familie bemalt. Ich habe Ute gefragt, ob ich mir den Sarg anschauen darf und hoffe, dass das für sie heute auch wirklich okay ist. Da steht er. Extra für uns wurde der leere Sarg nochmal aus dem Lager geholt. Allein hätte die Familie ihn nicht bezahlen können. Eine Spende hat ihnen geholfen. Es ist ja so kein Sarg. In dem Sinne ist es eine rohe Holzkiste. War es in dem Moment. Also, und wenn ich das jetzt so sehe, ist also so emotional war es an dem Tag nicht, wie es für mich jetzt ist. Also, jetzt ist, glaube ich, ein Jahr ist es her. Nicht alle wollten beim Bemalen dabei sein, auch die Großeltern nicht. Das bin ich und das ist meine Schwester. Wir hatten das, glaube ich, so gegenüber, dass wir sie so also festhalten, beschützen. Bei Ihnen möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie das ermöglicht haben. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Schönen Dank. Das finde ich gut. Ja, das kann einen keinen sehen. Also ich kann mich erinnern, als Sie gekommen sind. Ja. Sie gingen an den Sarg oder das Erste, woran ich mich erinnere, wenn ich an den Sarg denke, ist eigentlich, dass Katharina gesagt hat, der riecht so schön nach Holz. Ja. Wissen Sie das noch? Ja. Ja, ja, stimmt, ja. Und dass eigentlich, wenn ich Sie jetzt so höre, das Gefühl habe, aus diesem Gegenstand, das Gegenständliche wie so ein Schrank, ist eigentlich, ich sag mal, eine Box voller Liebe geworden. Box mit Erinnerung finde ich gut. Und voll Liebe. Voll Liebe, ja. Dann haben wir eine Schusskiste, eine Box der Liebe. Das ist schön, Box der Liebe. Box der Liebe, ja. Ja. Das ist der Liebe und der Erinnerung. Der Erinnerung, ja. Der kriegt Gänsehaut, wenn ich so. Klopfen erst? Ja. Oma! Katharinas Oma wohnt direkt nebenan. Die Tür geht nicht auf, warte. Jetzt. Die Enkelin kommt fast täglich zu Besuch. Aber diesmal wird es nicht ganz so harmonisch, auch wenn das noch niemand ahnt. Katharina hat noch jemand mitgebracht. Und du hast Besuch mitgebracht? Ja. Ja, wen denn? Judith, ich will euch mein Buch erzählen. Na? Die Box der Liebe und der Erinnerung. Aha. Mhm. Und was kommt jetzt noch? Du hast noch so einen Gedankengang. Ja, das ist der Spruch. Aha. Von meinem Sarg. Mhm. Ja. Opa, hat Mama was gehört von den... Von, ja, das ist mein Spruch. Ja. Mhm. Ne? Du bist ja unser Sonnenschein, ne? Ja. Wo ist Oma jetzt, Judith? Die Oma ist rausgegangen. Ich glaube, Oma mag das nicht so gerne, das Thema. Mhm. Ne, ne. Oma macht das nicht hören, nein. Was sehen Sie? Oma kommt schon wieder. Ne? Da hat sie schon genug von um die Ohren gehabt. Das Leben geht vorwärts. Sie haben einen anderen Umgang, ne, mit dem Thema als Ihre Tochter. Wir waren, ne? Wir waren zu Hause 11 Kinder. Mhm. Und wir sind anders erzogen worden. Mhm. Wenn man einmal einen Mensch erklärt hat, sagt mir nicht böse, aber wenn ich erklärt habe, und sie weiß ja, dass sie sterben muss. Mhm. Und dann muss auch Schluss sein. Und dann muss das weiter so gehen. Es muss vergessen werden, dass sie einen anderen Lebensabschnitt kriegt. Der kommt alleine, der Tod. Da muss man nicht lange drum herum reden und wieder erinnern. Der kommt so. Oma, ich bin abgehauen, Mama. Ja, ich wollte Schluss. Ja, die Mutti hat auch schon so ihr Leid mit der großen Tochter. Aber ja, mit der Kleinen, musst du sagen. Ja, ohne euch wäre ich aber auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und wir wären auch nicht das, was wir sind. Glaub mir mal, was das formt. Ja. Mancher Mensch, der viel Geld hat, ist bekloppter und ärmer dran wie wir. Das kannst du mir glauben. Ja. Ein neuer Tag in Bernsdorf. Die Gäste des Schlosses werden heute Besuch bekommen und ich darf ihn abholen. Witzig. Hallo, ihr beiden. Hallo. Komm, die Hände. Ah.
So, dann haben wir die beiden mal fertig machen. Leopold, steh. Therapie-Alpakas sind extra dafür ausgebildet, ins Hospiz zu gehen. Ach, sehr gut. Komm her, komm, Alberto. Die wirken jetzt gar nicht so menschenbezogen. Die entscheiden selber, was sie machen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, wir fahren jetzt los und bleiben jetzt 3 Stunden im Hospiz. Das geht nicht. Also maximal 20 Minuten, 30 Minuten für ein Tier und dann ist aus. Dann mag er nicht mehr. Ja, komm. Ja, komm. 4, 5 Gäste schafft ein Alpaka pro Besuch. Komm. Komm. Ja. Ob Frau Orzesco sich darüber freuen wird, ich bin gespannt. Für Katharina steht ein besonderer Ausflug an. Einkaufen in der Dorfmetzgerei. Es geht los! Größere Menschenansammlungen muss sie meiden, wegen der Infektionsgefahr. Katharina darf sich auf keinen Fall anstecken. Hast du Geld mit? Ja. Gut. Hast du einen Kopf, was Oma braucht? Ich soll einfach bestellen. Ja, bestell einfach. Ja. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Mama, erst bestelle ich meine Sachen. Ja, und dann bin ich dran. Erst halt ich? Ja. Ich weiß, was ich haben möchte. Ja? Ja. Mal gucken. Habt ihr getrennte Kassen? Ja, das ist die Kauf für Oma ein. Mhm. Und dann gibt's bei Oma ja mal ein bisschen Trinkgeld, wenn sie das, ne? Ach so. Bezahlt. Mhm. Das kriegt sie von der Mutti ja nicht. Das muss man selber bezahlen. Da kommt einer. 10 Minuten Fußweg bis zum Metzger. Kaltes Herbstwetter. Für Katharinas Füße gibt es deshalb eine Wärmflasche. Das? Ja, ich wollte sie nur vorlaufen lassen. Mhm. Warum packst du sie so warm ein mit so vielen Decken? Weil sie die Temperatur nicht halten kann. Ist dir jetzt kalt, Katharina? Mhm. Nein? Ich merke das nicht. Nee, das merkt sie ja noch nicht mal. Dann. Also wenn sie auskühlen würde, würde sie es gar nicht merken. Nee. Sie würde auch nicht sagen, deswegen nee. Musst du darauf achten, ja. Von vornherein. Ja, ja, vielleicht, also wenn, dann wird man die blauen Lippen sehen, aber dann wäre das, glaube ich, schon ein bisschen zu spät. Aber sie selber merkt das nicht. Andere Menschen treffen, das ist für Katharina eine seltene Abwechslung. Ich bin gespannt, wie das für sie wird. Das Alpaka Leopold auf Hospizbesuch. Alpakas gelten als hochsensibel. Fahrstuhl fahren kann er, aber ob er heute zu jedem Patienten einen Zugang finden wird, kann man nicht voraussagen. Gut. Na komm, wir gehen einmal ran. Wir gucken mal. Guten Tag. Frau Orzesco ist heute Leopolds 2. Besuch. Noch hält das Alpaka durch. Ja komm, wir gehen mal ran. Komm, wir gehen von dieser ran. Ne? Hallo, Frau Orzesco. Ganz zärtlich ist er, ne? Und wie? Ja, ganz wie, auch ganz süß. Aber Angst haben Sie nicht vor Leopold, ne? Ich nicht. Mhm. Ich mag alle Tiere. Bis auf Spinnen. Oh ja, die mag ich auch nicht. Dann mal was gemeinsam. Da laufe ich. Ich auch. Erst quiek ich, dann laufe ich. Ich auch. Och, schön ist los. Gut. Ja. Wir haben Pause. Du bist ja ein schlaues Kerlchen. Das macht er auch nicht bei jedem, dass er sich ins Zimmer legt. Mhm. Wir sind da! Oh, woher weißt du das, Katharina? Spürst du das? Ja! Die Rechtskurve, oder wie? Ja! Katharinas Mutter Ute war früher selbst im Einzelhandel tätig. Doch ein Job neben der Pflege ihrer Tochter undenkbar. Einmal Mütze. Ja, Katharina. Na, hier ist ein Sardellen, war schön dünn. Oh, und? Speck, ne? Nein, den kannst du bezahlen. Oh, ach, das muss ich. Den Speck soll ich bezahlen? Ja. Aha. Gerösteten Schinken mit wenig Fett. Geräucherten Schinken? Ja. Ist das für Oma? Ne, der Schinken ist für mich das Schinken. Mami, bitte ranfahren. Ja.
34. Dankeschön. Kannst du das fühlen, was für ein Euroschein das ist? Kann man eine Tafel bitte? Ja, bitteschön. Danke. Was ist? Den Bon brauche ich auch bitte. Aber gerne. Wie ist das für dich, Katharina? Wenn du jetzt hier bist, ist ja relativ laut, viele verschiedene Stimmen. Findest du das anstrengend oder ist das angenehm zwischendurch mal als Abwechslung? Anstrengend. Anstrengend, ne? Aber kommst trotzdem gerne hierher, oder? Ja. Was magst du denn hier besonders gerne? An der Fleischerei? Die Nicole, weil er auch hart, die braucht kein Essen. Tschüss! Was hast Oma denn alles mitgebracht? Guck mal gleich drauf. Ja, darfst du Oma mal zeigen? Hier. Oma, hier. Wie kannst du dich das noch selber raus tun? Hast du das alles im Kopf behalten? Ja. Das ist toll. Oh, warum dann kommt man nicht? Hier, such dir das mal raus. 8 Euro darf sie da raus. Ja. 8 Euro, die Katharina reinvestieren wird für den kommenden Einkauf. Andere Wünsche hat sie nicht. 2. Ja, mach anders, ja. Das sind 5er. Ja, und was hast du jetzt? Wie viel hast du jetzt? 7. Aha, und wie viel solltest du nehmen? 8 Euro. Bist du mit einverstanden? Ja. Ah, gut. Na, ja. Und Oma sagt schön Danke. Oma, weißt du was? Hast du gut gemacht. Kannst wieder losgehen. Im Schloss Bernsdorf haben sich Musiker angekündigt. Auf ihre Gage verzichten sie. Nur so sind diese Extras möglich. Vorher steht aber noch ein Abschied an. Auch das ist Alltag im Hospiz. Jedes Jahr sterben hier etwa 150 Menschen. Im Durchschnitt wurden sie noch einen Monat lang begleitet. Eine intensive Zeit, in der die Gäste den Mitarbeitern mitunter auch sehr ans Herz wachsen. Momente, die auch die Pflegerinnen erst einmal verarbeiten müssen. Das ist ein schönes Ritual auch bei uns im Haus, damit wir auch nochmal Abschied nehmen können. Deswegen nehmen wir auch gern einen Stein, das würde ich jetzt gerne mal tun. Da kommt jetzt der Name rauf und dann wird dieser Stein mit in die Schale gelegt. Also bitte, bitte. Ja, schreib mal. Da wird man manchmal wirklich schon nachdenklich. Das ist so. Der Tod ist hier Teil des Alltags. Aber bis dahin wird gelebt. Jeden Tag. Das habe ich von den Menschen hier im Hospiz gelernt. Und von Katharina und ihrer Familie. Vor dem Ende ist noch nicht Schluss. Erika Orzesko ist nach unseren Dreharbeiten gestorben. Sie ist einfach eingeschlafen, wie sie es sich gewünscht hatte.